Das geht in alle Länder der Erde jetzt hier. Ne? Sie lachen darüber, das ist wirklich so. Ja, wir freuen uns, dass alle Repräsentanten aus den Partnerstädten da sind. Wir können noch mal eben durchzählen für alle, die jetzt nicht so im Thema sind. Natürlich unsere Freunde aus Frankreich sind da, aus Bayern. Aus Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, den Namen muss ich jetzt nicht richtig. Ich war nur auf der Gesamtschule, ne, da mit so Fremdsprachen. Das ist natürlich ein Problem für mich. Ne. Das Abitur im Tanzen. Abitur im Tanzen. Ne, Tanzen ist auch ganz schlecht, wenn bei mir nicht immer beide Füße Bodenhaftung haben, da bricht die Struktur zusammen. Hallo, nochmal ein Foto hier. Wir machen das sehr gut, wir zwei zusammen hier. Ne. Hoffentlich ist das nicht in der Zeitung, das Foto. So, jetzt bin ich schon wieder ganz außen Takt. Frankreich haben wir erwähnt, Ungarn haben wir erwähnt, Bitterfeld natürlich, konnte ich nicht vergessen. Und dann bleibt nur noch eins übrig. Krosno in Polen. Ja, wir haben Sie jetzt nicht gehört, wenn Sie das Mikro... Krosno in Polen und dann die Freunde aus Rumänien, aus Siebenbürgen, da muss ich immer auf meinen Zettel schauen. Ja, ist auch nicht Maros, Vazar, Herin. Da sind mehr Konsonanten drin, als unser Alphabet hat, wie ich glaube. Ja, Sie lachen darüber, lernen Sie das mal auswendig, ne? Da stehen Sie ja, bricht Ihnen der Schweiß aus. Und das bringt mich so durcheinander jetzt hier, ne? Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und unsere Freunde hatten teilweise eine lange Anreise, ist aber alles gut gegangen, so wie ich glaube. Stimmung ist prächtig, Stimmung ist gut. Eigentlich könnten Sie hier vorne auch was singen. Denn insbesondere die Freunde aus Ungarn sind sehr sangesfreudig und kräftig. Wir haben ja auch noch was vorbereitet. Wir haben das Pizzicato-Duo heute hier. Und ich glaube, wenn ihr startbereit seid, dann machen wir erstmal ein bisschen Musik zur Einstimmung. Ne? Jetzt haben wir großes Publikum da und es kann losgehen. Die Instrumente sind gestimmt, glaube ich. Also der Musiker stimmt immer, das Instrument nie, habe ich gehört. Und wer sagt mal so für Gitarristen, ne? Die stimmen den ganzen Tag, aber das Instrument stimmt nie. So, mal ein Riesen.